Hallo und willkommen zurück bei Ich muss kotzen. The Witcher 3. Gut, dann gehen wir zum nächsten Faustkampf. Warum so blass? Moment, das sehen wir uns an. Wenn es gleich hier oben ist. Ja, warum nicht? Probleme? Nein. Schlafprobleme. Wer hätte gedacht, dass die Ritter so miteinander beschäftigt sind, dass wir einen Hexer aus dem Norden bestellen müssen, um uns zu helfen? Jede Nacht wecken mich Schreie auf. Entsetzliche Schreie. Das sind Geister. Hilf einem armen Bedürftigen. Ja, gerne. Ich wollte nur diese Zusatzinformation einholen. Das mit den Geistern. Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Milton de Perrat-Perrin fiel seiner eigenen Feigheit zum Opfer. Das Biest von Beauclair hat wieder zugeschlagen. Bürger, hütet euch vor dem Biest. Wendet eure zitternden Herzen dem guten Buch zu. Darin findet ihr Trost. Freundliche Erinnerung der Böttcherzunft von Beauclair. Fässer aus Eichenholz sind die besten Fässer, die es gibt. Ja. Okay, Kauffrau. Willkommen. Und der Kräuterfrau. Kräuter frisch getrocknet, gemahlen. Was immer du wünschst. Darf ich mal schauen? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Jetzt. Okay, was haben wir hier? Kräuter der Erlegung. Wiederherstellungstrank stellt alle Fähigkeiten. Punkte her, mit denen Mutationen entwickelt wurden, sodass sie neu investiert werden können. Mutagene, die zum Entwickeln von Mutationen verwendet wurden, werden nicht wiederhergestellt. Was? Parfüm? Kann ein Händler verkauft oder. Und. Färbemittellösung. Okay, sonst nichts Spezielles. Schade. Okay, Gwen, spielen wir. Wie er und ihr nur. Kräuter. Ach, Schnickschnack. Spielen wir Gwen? Okay, ja, wir nehmen das. Wie er und ihr. Skelliger Deck. Okay, ihn weg. Und ihn weg. Perfekt. Ich bin am Zuge. So, zwei neue Karten bitte. Okay, und jetzt ihn. Okay, schade, aber okay. Dann setze ich die ein, mal sehen, was er jetzt macht. Mäusack. Verdammt. Kein schlechter Zug, kein schlechter Zug. Aber um mich zu besiegen, braucht es schon mehr. Ha, sehr gut. Das bringt keiner meiner Leute um. Deshalb setzen wir den da. Das bringt immer noch niemand um. Ich muss wohl das einsetzen. Okay, das wird bitter. Aber so kriege ich ihn ein bisschen klein. Böser Kleiner.
Na endlich! Na Halleluja, endlich hat er den ausgespielt. Ob mir das gerade so gut gefällt, ist die andere Frage. Dieser kleine Bastard. Mein Gegner passt. Oh, dieser kleine Bastard. Tja. Er hat verloren. Gauta Odim, nehmen wir ihn. Das wäre jetzt eigentlich egal gewesen, wen wir nehmen. Okay, 6-1. Was hat er gerade gemacht? Was macht Krach? Alle Karten auf dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in die Kartensätze zurück. What? Okay, dann haben wir nur noch die drin, die... Okay. Verdammter Bastard. Oh. Oh, fuck. Er kann jetzt nichts machen, was uns irgendwie helfen würde. Nein, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Der Zweizahn ist heuer wirklich gar nichts geworden. Ein Stammkunde ist ein zufriedener Kunde. Komm, überzeuge dich. Kauf! Verdammt. Aber wir haben so nur... Kräuter. Ach, Schnickschnack. Ja. Also gut, spielen wir. Verdammt. Dieser kleine Bastard. Okay, das geht gut. Und dann, was haben wir noch? Ihn. Na klar, dass er so etwas hatte, das war doch klar. Okay, dann setzen wir Gauta Odim. Verdammt. Ich darf sie nicht unterschätzen. Weiß, dass ich noch ein paar Okay, mal so rüber und dann nichts von Wert. Gut, das erste habe ich gewonnen.
Um einen guten Start hinzulegen, nehmen wir das hier hin. Ciri. Cirel. Sind wir auf unserem Friedhof, aha. Eigentlich nichts von Wert. Deshalb, so. Diese dahin. Die will ich für später aufbewahren. Oh fuck. Nebel, ist das Fernkampfkarten? Okay. Gut. Solange ich keine Fernkampfkarten einsetze, bin ich auf der sicheren Seite. So. Also sie gibt jetzt schon auf, verdammt. So kann doch mein... Was soll's? Ja, von mir aus. Dann gewinnen wir halt so. Schade. Aber es kommt immer aufs Glück drauf an. Der Zweizahn ist heuer wirklich gar nichts geworden. Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Moment. Da ist noch eine Quest. Eine Queste. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dobry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Geschlossen? Wir sind den ganzen Tag geritten, um es zu sehen. Ich kann's nicht glauben. Man will uns betrügen. Wir haben die Karten schon bezahlt. Wir wollen unser Geld zurück. Die Karten bleiben gültig. Ihr müsst euch nur gedulden, bis die Ausstellung wieder geöffnet ist. Okay, was ist hier los? Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Worum geht's? Sag's einfach. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir. Oh, was ist denn passiert? Hier ist es, unser ganzer Stolz, Reginald Dobry, ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Bitte was? Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Bitte was? Bitte was?
Reginald, erzähl mir, was du über ihn weißt. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden, im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet, nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Okay. Wann sind sie verschwunden? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Okay, und hast du einen Verdacht? Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Ich zum Beispiel? Ich muss mich umsehen. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Oh Gott, sind das die ganze Zeit... Es muss einfach. Sind das Anspielungen? Die ganze Zeit, diese... Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Okay. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Ein trockener Blutfleck. Aha. Gut, was haben wir sonst noch? Was ist hier unten? Was, hier. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Okay, und hier haben wir noch? Diamantsägeblatt. Das Tatwerkzeug. Okay, dann... Hinter dem Geruch her. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern, anstatt auf Turnieren herumzustolzieren. Ja, ja, aber es geht bis hierhin und... Es ist so schlecht, also... Erstellen dieses Denkmal von Reginald auf... Sind der angenehmste Zeitverteil. Weiterhin. Nein, vielleicht. Ja, ach, ich weiß es nicht. Okay. Mein Herz fließt über von all der Schönheit. Ich seh... Ah, hier! Jetzt sehe ich wieder etwas. Blut, Halbblut hat Fuchstal angegriffen. Der Norden muss schrecklich barbarisch sein. Da entlang. Gut. Aha. Verdammt, warum? Da. Es ist manchmal so schwer zu sehen. Also die Fährte zu folgen. Da entlang. Hört ihr da. Frauen und lasst euch sagen, hier dürften wir am Schniedel lagen. Okay, hier oben durch. Boah. Okay, wer trägt der so ein... Der Geruch führt zu dieser Tür. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ja, klar. Okay, dein Tonfall gefällt mir nicht. Ich will nur reden. Ganz ruhig. Ich will nur reden.
Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Ein Held also. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Geh nach Hause. Ich sage es nicht noch einmal. Ja, geh nach Hause. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe... Ich hab die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen, Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Okay, ja, nein, ich muss sie mitnehmen. Ich kann sie dir leihen. Ja, leihen wir ihm eine Zeit lang. Vielleicht... Kann ich sie dir noch einen Tag ausleihen? Was sagst du? Das sind mindestens noch 3 Nummern. Abgemacht, Kollege. Oh Gott, was ist das? Herzogliche Kamera, okay. Gut, dann warten wir ein bisschen. Markana Schnapse, hä? Warte einen Tag, ich habe einen Tag lang gewartet. Sind sie immer noch dabei? Kehre zu Hugo zurück. Okay, hallo, mein Freund. Moment, was ist das? Pilzen, Oliven. Ich bin zurück. Psst, nicht so laut. Du wächst sie noch, dann will sie noch mal. Wer denn? Rosalinda? Luisa, ihre Cousine.
Die ist unersättlich und unerschöpflich. Und ich bin völlig alle. Wie war das? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Beim letzten Mal ist mir fast die Pumpe explodiert. Hier, nimm du die Hoden. Möge Majoran dich mit Kraft segnen. Du wirst sie wohl brauchen. Auch noch die Cousine flachgelegt. Gut. Hätte ich bloß Geld für einen Arzt. Eine Flasche Wein rein. Bei Majorans Sinn, wo bin ich? Das ist einfach nur unglaublich. Die Hoden einer Statue bescheren. Bei Majorans pochenden Adern. Dieser Rumtreiber ist der Weg. Ich gehe nicht. Ich mach es einfach nicht. Scheiße ja, ja. Auf alles. Gut, wo ist er? Ah, der Kurator ist da. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen, das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Ob ich das will? Andererseits, es hat beim alten Knacker geholfen, also... Moment! gut. Okay. Was passiert da? Im Moment nichts. Okay. Ich dachte, dann würden sie hängen oder so. Oder so. Also gut, und da ist noch etwas. Verfügbare Quest, Blood and Wine. Starten der Quest, lalala. Okay. Gehen wir zu diesem Platze. Okay, aus dem Weg! Aus dem Weg! Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Okay, das sind ein paar Gauner. Verfluchte Scheiße! Der weiße Wolf, höchstpersönlich. Ja, der weiße... Mal einen von Riva. Hat mir das Pferd geklaut. Tja, das war nicht dich. Oh, schöner kleine... Oh. Alter Mann. Taverne zum Schlauberger. Wieder dieser Lärm. Ich hab kein Auge zugetan. Okay, die sind... Armer Städter, armer Städter. Gut. Armer Städter. Zuerst gehen wir zum Kaufmann. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Zeig mir mal, was du hast. Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Was war das gerade im Hintergrund? Bis dann. Bis dann. Ist das ein... Willkommen, Schneewittchen. Willst du sehen, was ich habe?
Bis dann. Okay. Verdammt. Okay, und wo ist das letzte Mal gespeichert worden? Verdammt, verdammt, verdammt. Bei ihm. Okay. Das ist irgendwie scheiße. Aber gut. Was sein muss, muss sein. Oder so etwa in der Art. Okay, die mächtige Eier aus Granit. Oh, mächtige Eier aus Granit. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.